an vielen Stellen immer wieder so eine Abwägung. Ne? Will ich das jetzt wirklich konfrontativ machen und will ich das wirklich eskalieren? Dann spreche ich jetzt hier einen Platzverweis oder ein Verbot aus. Darf ich Sie alle mal bitte auf die andere Seite des Zauns bitten? Die Behörde für Umwelt und Naturschutz. Sie wissen, dass Sie im Naturschutzgebiet sind. Manchmal wird es sehr unangenehm, da muss man dann mit klarkommen. In Hamburg leben etwa 1,8 Millionen Menschen. Viele von ihnen zieht es bei gutem Wetter hinaus in die Natur. Im Sommer besonders beliebt die Boberger Niederung. Eines von 37 Naturschutzgebieten, in denen die Ranger der Stadt auf Streife gehen. Unter ihnen Christian Walte. Ranger und Polizei? Na, wir sind ja keine Polizei, wir sind die Ranger. Weißt du, was das hier für ein Gebiet ist? Wie heißt das? Weiß ich nicht mehr. Das ist die Boberger Niederung und das ist ein Naturschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet bleibt man auf den Wegen, im Naturschutzgebiet behält man die Hunde an der Leine, im Naturschutzgebiet macht man kein Feuer. Solche Sachen. Und da passen wir auf, weil es leider Leute gibt, die das nicht machen. Ja. Ihr macht das toll hier. Ihr habt hier einen richtig schönen, coolen Platz gefunden im Schatten. Schön auf dem Hauptweg, so muss das sein. High five. Tschüss. 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 Ciao. Schönen Tag noch, schöne Ferien. Tschüss. Na, guck mal, wir können gar nicht. Komm. Du hast Wochenende? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wochenende wir noch nicht. Ist das Beste. Noch nicht ganz. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Tschüss. Tschüss. Seit 2 Jahren passen 10 Rangerinnen und Ranger auf die Hamburger Naturschutzgebiete auf. Ihr größtes Anliegen, den Sinn der strengen Regeln zu erklären. Die Heide explodiert im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man hier jetzt mal reinguckt, was da an Insekten und an Gesumme drin ist, das ist schon sensationell. Die machen sich jetzt gerade einen richtig schönen Schmaus, sag ich jetzt mal. Und wenn man den Weg sieht, Sand, da wächst nichts mehr. Und rechts und links davon haben wir Heidefläche. Und wenn die eben nicht betreten wird, dann kann die sich so schön entwickeln. Und das ist der Grund, warum wir eben auch so erpicht drauf sind, dass man auf den Wegen bleibt. Die Wege in der Boberger Niederung sind gut sichtbar und auf der großen Düne können sich die Menschen sogar völlig frei bewegen. Doch immer wieder müssen Christian Walte und seine Kollegen selbst über die Absperrungen klettern. Guten Tag, Stadt Hamburg, die Umweltbehörde. Sie sind doch gerade alle über den Zaun gestiegen. Ja, Zaun? Wir sind im Naturschutzgebiet und aktuell mitten auf einer Biotopschutzfläche. Wenn Sie einmal über den Hauptweg weitergehen, dann kommen Sie direkt zum Badesee. Ja. Die wussten genau, was sie tun, ja, und sind dann jetzt natürlich relativ zügig wieder auf die offizielle Fläche gegangen, haben gekonnt abgelenkt mit anderen Punkten. Ja, man hat ja gesehen, wie sie über den Zaun gestiegen sind. Ja. Manchmal wird es sehr unangenehm, da muss man dann mit klarkommen, so. Ganz zu Beginn meiner Zeit, da habe ich es auch noch mal mit nach Hause genommen und dann abends zu Hause gesessen und gedacht, hast du jetzt was falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Inzwischen sehe ich über die meisten Punkte hinweg, erzähle dann noch mal dem einen oder anderen Kollegen davon, reg mich ein bisschen auf und nach 1-2 Stunden bin ich schon wieder im nächsten Thema drin. Benedikt Domin ist seit 2 Jahren Ranger und hat in dieser Zeit schon sämtliche Ausreden gehört. Guten Tag. Guten Tag. Stadt Hamburg, die Umweltbehörde. Sie wissen, wo Sie hier sind, ne? Sie sind gerade am Naturschutzgebietsschild vorbeigekommen. Okay. Gut, dann bleibt es heute bei einer mündlichen Verwarnung. Mit der Bitte, dass wir uns ab jetzt nur noch da drüben sehen. Machen wir. Und da kann man auch schicke Fotos machen. Ja? Okay, danke. Ich finde das gut, dass die Herrschaften rumlaufen, weil es ist sehr wichtig, dass das geschützt wird und dass jemand aufpasst. Ich finde das gut. Ja, beim nächsten Mal achten wir ein bisschen besser auf die Schilder. Mit Strafen sind die Ranger sparsam. Sie wollen vor allem Verständnis wecken. Guten Abend, Umweltbehörde der Stadt Hamburg. Ja. Sind das eure Sachen da oben? Ja, wir holen die. Genau, das ist das eine. Ja. Ganz große Bitte, bleibt bitte auf der Hauptdüne und geht nicht über den Zaun. Ach so. Der Zaun und das Schild sagt es eigentlich eindeutig, sagt, ich gehe nicht auf die andere Seite. Und das zweite, und das ist fast noch viel wichtiger, das Grillen im Naturschutzgebiet ist nicht erlaubt. Wir haben an vielen Stellen immer wieder so eine Abwägung. Ne? Will ich das jetzt wirklich konfrontativ machen und will ich das wirklich eskalieren? Dann spreche ich jetzt hier einen Platzverweis oder ein Verbot aus.
Wir haben uns jetzt geeinigt, weil die beiden sehr einsichtig waren, dass sie jetzt wirklich fertig grillen, dann essen und dass ich in 20 Minuten wiederkomme und dann ist hier nichts mehr zu sehen. Genau, ja. Das würde aber bedeuten, wenn ich jetzt in 20 Minuten wiederkomme, dass es sofort eine Ordnungswidrigkeit ist. Die Boberger Niederung ist Lebensraum für zahlreiche vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Eine von ihnen will Christian Walte, der Praktikantin Annika Ungerbieler, etwas genauer vorstellen. Die ist schneller, als man so glaubt. Das ist ein wirklich lebendes Beispiel für unsere Arbeit hier in Boberg. Diese Teiche, die man hier sieht, sind künstlich angelegt worden. Mit dem Ziel, die Kreuzkröte, die hier natürlich vorkam schon, die aber auf dem absteigenden Ast war, wenn man das jetzt mal so salopp sagen darf. Wir haben versucht, sie wieder anzusiedeln. Und das ist jetzt das Ergebnis, denn das ist schon der erste Nachkommen jetzt nach 2,5 Jahren. Und das ist schon eine Sensation. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn man sowas erleben darf, wo man selber aktiv auch zu beigetragen hat, dass sich das wieder ansiedelt. Und wenn man dann das Ergebnis in dieser Art und Weise jetzt erleben kann, das ist phänomenal. Die seltenen Kreuzkröten und die vielen anderen Arten können hier nur weiter überleben, wenn die Besucher deren Lebensräume respektieren. Moin again. Moin. 20 nach. 20 nach. Mach dir bitte aus. Wollen Sie einstehen? Bitte? Nein, danke. Sicher? Ganz sicher. Ja, ich glaube euch das. Ich weiß auch, dass das sehr schön ist, aber es ist an der Stelle wirklich nicht angesagt. Ja, und ich habe jetzt wirklich schon eine Riesenausnahme gemacht. Wir machen aus. Ja, pack da einfach Sand drauf und dann ist gut. Dann war das aber bitte das letzte Mal. Beim nächsten Mal, verspreche ich es euch, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Und das kostet Geld. Das wollt ihr nicht und das will ich nicht. Ja. Okay? Ja, klar. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend. Gleich bald. Etwa 30 Euro werden für eine Ordnungswidrigkeit fällig. Im Wiederholungsfall wird es deutlich teurer. Am späten Abend machen sich die Ranger auf ins Achtermoor, ein etwas abgelegener Teil des Naturschutzgebietes Boberger Niederung. Ja, die Schilder werden gerne mal verunstaltet, teilweise mit Graffiti, teilweise werden Regeln abgekratzt mit Messern. Hier wurde aufs Schild geschossen, also die verschiedensten Varianten. Aber dass wirklich solche Einschusslöcher in den Schildern sind, das ist eher selten. Seit Monaten versuchen die Ranger, hier für Ordnung zu sorgen. Also hier haben wir wieder so einen wunderbaren Fall. Wir haben also wirklich inzwischen eine Sperre aufgebaut. Wir haben ein Schild aufgebaut und trotzdem haben wir einen schön ausgetretenen Trampelpfad. Und weil wir eben das Gewässer haben, was für den einen oder anderen auch als wirklich illegales Angelgewässer prädestiniert ist, dass wir dann an der Stelle jetzt doch mal hinschauen und gucken, ob wir wirklich Leute dann auch antreffen. Genau, also es wird jetzt ein bisschen enger und wilder, wobei der Trampelpfad hier besser ist als der Weg, den wir eben gegangen sind. Am Ende des illegalen Trampelpfades liegt ein kleiner See. Der befindet sich mitten in der geschützten Fläche. Die Natur in diesem Uferbereich ist weitgehend zerstört. Ja, guck, Annika, das ist genau das, was wir oben schon beschrieben haben. Haben hier, das ist jetzt keine frische Feuerstelle, aber es ist definitiv eine Feuerstelle. Und du siehst hier rundherum gefällte Bäume, also das ist nicht umgefallen, sondern das ist geschnitten. Nee, das kann man sehen, Schnittblechen da. Und was dramatisch ist, der Weg geht hier weiter. Ne? Das heißt, hier sind wirklich Bäume gefällt worden, damit man übers Wasser noch tiefer ins Gebiet reinkommen kann. Und das ist schon eine Form von Kriminalität, würde ich dann fast sagen. Um kurz nach 11 kommt das Team am letzten Punkt der heutigen Tour an. So, Annika, da dunkel, bekommst du jetzt Licht. Sehr gut. Gemeinsam mit der angehenden Forstwirtin aus Niedersachsen wollen sie in der Neugrabener Heide nach dem Rechten schauen. Jetzt ist es so, dass nach Einbruch der Dunkelheit zwei Themen für uns interessant werden. Das eine ist, das ist hier ein Bereich, in dem sich gerne Jugendliche am Abend aufhalten und
dann nicht nur aufhalten, sondern in der Regel auch anfangen, entweder über Musikanlage Lärm zu machen. Das ist der eine Punkt, der nicht ganz so optimal ist. Und der zweite Punkt ist, dass sie sich Holz sammeln und Feuer machen. Vor allem an den Wochenenden sind die Ranger oft bis in die Nacht unterwegs. Genau, also das ist die besagte Stelle. Hier wird ganz gerne mal Feuer gemacht zu später Stunde. Man sieht hier noch die eine oder andere Feuerstelle. Ja, heute Abend ist hier alles ruhig. Hier wird nur das Wetter genossen und die Abendruhe. Insofern alles gut. Auf dem nächtlichen Rundgang entdeckt Christian Walte ein ganz anderes Problem. Annika, an der Stelle schon mal sehr schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn wir mit Erosion zu kämpfen haben. Also der Hang wird halt regelmäßig jetzt abgewaschen. Wir hatten jetzt die immensen Regenfälle in den letzten Wochen. Ja. Ja, und seitdem wir jetzt das letzte Mal hier waren, ist das wirklich dramatisch geworden, weil wir also wirklich hier bis unter den Baum schon keinen Kontakt mehr haben. Und das ist dann richtig tief rein. Ja, ist an der Stelle dann die Frage der Zeit, wann dieser Baum irgendwann in Richtung Hang runterknicken wird. Das ist jetzt natürlich hier im Dunkeln ein bisschen schwierig, wenn wir uns jetzt umdrehen würden. Also hier der Hang nach unten runter, das ist ein Ergebnis davon, was Wind, Wasser, aber eben an erster Stelle auch Mensch, der sich nicht an das Wegegebot gehalten hat, dann auslöst, weil der Hang hier jetzt wirklich komplett wegschwimmt. Ja. Genau. Um kurz nach 12 sind hier in dieser Nacht nur noch die Ranger unterwegs. Ja, ich finde das total spannend, heute mitgehen zu können. Auch, dass das so divers war. Also in manchen Ecken haben wir dann gar nichts angetroffen. Obwohl das augenscheinlich an den Spuren Hotspots sein müssen. Aber am Ende des Tages, wo wir jetzt wirklich sind, ist es für mich ein sehr, sehr befriedigender Moment zu sagen, es ist nichts los. Und das ist ja das, was wir im Naturschutzgebiet eigentlich gerne wollen. Gut, dann. Dann mal auf in den Feierabend. Ja. Haben wir uns auch verdient nach dem Tag. Selbstverständlich. Bei Tage wird das Ausmaß des Schadens deutlich. Die Auswaschung ist mehr als 50 Meter lang und mehr als 10 Meter breit. Das Ganze war früher mal ein kleiner Weg, wie hier vorne zu erkennen. Dadurch, dass immer mehr Leute diesen Bereich nutzen und da hochwandern, werden natürlich Pflanzen, die das Ganze eigentlich halten sollten, kaputt getreten. Und hinter mir sehen wir das Resultat, eine riesen Offenfläche, die dann natürlich der Witterung ausgesetzt ist und immer größer wird. Dieses Naturschutzgebiet besteht aus unterschiedlichsten Lebensräumen. In den tiefer gelegenen Zonen fühlt sich ein Reptil besonders wohl. Ich empfinde eine kleine Blindschleiche, die jetzt gerade eigentlich auf dem Weg auf die andere Seite hier ist. Also insofern, da sehen wir schon wieder immer schön vorsichtig sein und immer auf den Boden gucken. Und insbesondere morgens und abends ist es ganz besonders toll. Da sieht man dann die meisten Tiere im Gebiet. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man dann tatsächlich auch die Tierwelt und die Natur hautnah erlebt. Ja. Die Neugrabener Heide ist bei Mountainbikern beliebt. Vor allem die steilen Hänge. Viele Wege sind inzwischen für Radfahrer gesperrt. Die harten Reifen schaden dem Boden und den Baumwurzeln. Das sind einfach Besucherinnen und Besucher des Gebietes, vielleicht Anwohner, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe denjenigen noch nie angetroffen, die hier diese Äste hinlegen, um eben zu erschweren, dass man hier runterfährt. Ja, ne, man muss immer so ein bisschen gucken. Als Spaziergänger kann ich da rübergehen, ich fürchte als Mountainbiker auch rüberfahren. Der Ranger-Dienst entstand vor 2 Jahren aufgrund einer Volksinitiative. Mittlerweile kümmern sich 5 Rangerinnen und 5 Ranger an 7 Tagen in der Woche um Hamburgs Natur. Wir haben Gebiete, da gibt es noch eine Menge Bedarf. So, also wenn ich dann so Boberg oder sowas sehe, das natürlich einen unheimlichen Besucherdruck hat, ne? Und natürlich sehr viel los ist. In dem Gebiet habe ich einfach ganz, ganz viele verschiedene Leute. Da kommt gerade ein Mountainbiker. Genau, also mit den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Mit den Menschen darüber zu sprechen, was haben wir hier vor Ort, was wollen wir erreichen, was ist ihre Rolle im Ganzen, was ist unsere Rolle. Und ich glaube, das haben wir in diesen 2 Jahren des Ranger-Dienstes schon ganz gut geschafft. Jetzt ist der tatsächlich an dem Schild vorbeigefahren.
Das Schild steht da oben und trotzdem muss man den Weg nutzen. Und ja, wir stehen gerade hier unten und keine 50 Meter weiter passiert das dann. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Und ich sag mal, in Boberg und im Hölltichbaum passiert auch gerade was. Da kann ich auch gerade nicht aktiv werden. Und ja, mein Gott, dann ist es jetzt auch mal einer gewesen. Kann man nichts machen. Am späten Vormittag fährt Benedikt Domin einen weiteren Hamburger Naturschatz an, das Heukenloch. Gemeinsam mit Rangerin Anne Jüngst geht es zum Putzeinsatz. Ja, dann schnapp dir mal deine Sachen und los geht's. So. Hinter dem Deich am Nordufer der Süderelbe liegt der geschützte Tiederauwald. Der letzte, den es in ganz Europa noch gibt. Siehst du, das Schild ist immer noch beschmiert. Ich wollte gerade sagen, gucken wir mal, ob wir dagegen ankommen. Kann losgehen, ja. Ich bin mal gespannt, ob sich das lösen lässt. Yeah. Anne Jüngst ist eine der dienstältesten Rangerinnen in Hamburg. Jahrelange Berufserfahrung. Das ist lustigerweise tatsächlich eine Handdesinfektion, mit der ich schon länger gute Erfahrungen gemacht habe, Sachen zu lösen. Das ist im Grunde ein Alkohol, der danach verflüchtigt und damit auch keine Rückstände im Gebiet lässt. Der da vorne ist hartnäckiger. Ja, der ist deutlich mehr aufgebracht, deutlich intensiver aufgebracht. Kannst du ihn ein bisschen eintupfen? Das hat nämlich hier drüben auch ganz gut geklappt. Dass du ein bisschen was drauf tupfst und dann... Hatte ich ja gerade schon einmal. Komm, guck mal, das geht. Pack da mal ordentlich was drauf. Gib mal her. Lass mich mal gucken, ob das klappt. Das geht auf jeden Fall. So, jetzt packen wir da mal, guck mal da, so. Wir das mal richtig schön ein, den Spaß. Und jetzt verdunstet das Ganze schon wieder fröhlich, nein, weil es ist Alkohol. Nein. Ja, klappt auch nicht besser. Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich der gleiche Effekt. Also eigentlich stehe ich da drüber, ärgere mich manchmal, wenn es gerade so läuft wie jetzt. Und ich mir denke, das geht gut und am Ende geht das nicht gut. Das Putzen beschmierter Schilder gehört ebenso zu den Aufgaben der Ranger, wie die Artenvielfalt und die Schönheit der Hamburger Natur zu bewahren. Ich finde, es hat immer ein bisschen was Tropisches. Oh, dieses Gebiet ist einfach mega schön. Ja. Hier in diesem Jahr wächst das Springkraut auch wieder sehr intensiv. So eine der Pflanzen, die wirklich, ich sag mal, robust ist, auch wenn wir sie eigentlich gar nicht haben wollen, aber dafür sehr, sehr lange blüht und die Bienen sogar im September, Oktober noch was davon haben. In der Boberger Niederung ist Christian Walter heute mit Yannick Pieper unterwegs. Er ist das neueste Mitglied des Ranger-Teams. Also ich hoffe, dass man einfach eine gewisse Sensibilisierung erreichen kann und es ist immerhin besser, ein paar Leute dafür zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen, als gar keinen. Und auch wenn da mal der ein oder andere dabei ist, der es nicht wirklich einsieht, denke ich, dass unsere Arbeit schon wirklich einen guten Effekt erzielen wird. Und die Leute auch ein Stück weit ein Bewusstsein für den Naturschutz entwickeln. Es ist eigentlich so, dass die Leute, die dann vermehrt und immer wieder die Hunde ohne Leine laufen lassen, wirklich erkennt? Oder gibt es ein System, wo das dann auch irgendwie... Kennst du. Okay. Kennst deine Pappenheimer und Benedikt ja sowieso. Der ist einfach so lange schon hier. Moin. Ja, Sie machen genau das Richtige. Behörde für Umwelt und Naturschutz. Sie ahnen also schon, weswegen wir Sie ansprechen. Wir sind im Naturschutzgebiet und da muss der Hund die ganze Zeit an der Leine sein. Wir haben gar nicht gedacht, dass hier Wild großartig ist. Doch, wir haben. Es ist, und das ist ja immer so, das Wild wird in der Bevölkerung sehr schnell immer nur mit Reh und Fuchs und Wildschweinen verbunden. Ja. Denken Sie ein bisschen kleiner. Wir haben Wildbienen, wir haben Libellen, so, wir haben Eidechsen, wir haben Frösche. Ja. Das ist alles hier in den Flächen unterwegs und zwar hinter dem Zaun und wird gestört, deswegen, wenn der Hund durchgeht. Ja. Also ich finde das in Ordnung. Klar, lässt man die Hunde mal so von allein, dass sie einmal schnuppern können. Muss ja auch nicht sein. Ne? Wenn man so eine Erklärung bekommt, dann ist es ja auch richtig. Ne? Das ist ja, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Perfekt. Alles Gute. Okay. Tschüss. Alles klar, tschüss. Gerne. Tschüss. Tag noch. Ebenso. 5 Kilometer nordöstlich von Boberg sind Anne Jüngst und Benedikt Domin im Naturschutzgebiet Die Reit angekommen. Hier betreibt der NABU eine Vogelberingungsstation. Guck mal, sind die schon da?
Ja, da ist auf jeden Fall Licht an. Da ist Aktion drin. Oh, ich glaube, ich möchte einmal gucken gehen. Ja, dann geh doch mal schauen, was da drin so los ist. Ausgebildete Ehrenamtler fangen, untersuchen und beringen hier im Auftrag der Wissenschaft. Das ist ein Jungvogel, die Pfoten, hätte ich fast gesagt, die Füße hier sind ganz, ganz bräunlich hier oben drauf. Der hat eigene Ringe bekommen mal vor ein paar Jahren, weil man vermutet hat, dass der sich die abstreift, weil man praktisch keine Wiederfänge hatte vom Eisvogel. Und dann hat man so ganz, ganz schmale Ringe besorgt, weil man vermutet hat, dass der sich so über den Fuß abstreift mit der Zeit. Und seitdem ist tatsächlich auch so, dass man mehr Wiederfänge hat. Durch das Pusten erkennt Stefan Bongers, wie gut die Vögel genährt sind. Also in dieser Beringungsstation hier drin war ich noch nicht. Durchgelaufen durchs Gebiet bin ich natürlich schon öfter. Von daher ist es jetzt natürlich auch schön, wieder die Leute in Arbeit zu sehen, wieder motivierte Leute zu sehen. Das ist schon klasse. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Tricks. Wenn man Vögel so hält, normalerweise kopfüber, normalerweise fangen die an zu flattern und finden es nicht so geil. Und der ist das aber gewöhnt, weil er natürlich so ins Wasser reinstürzt. Ne? Deswegen ist ihm das an der Stelle egal und er ist ganz ruhig. Ich lege ihn jetzt auf den Rücken und mache gleich die Hand auf. Das ist auch für Vögel so eine komische Haltung, dass sie nicht wissen, wie sie sich daraus befreien können. Dann lassen wir den mal auf den Turm fliegen. Vorsicht mit den Stufen, die sind glatt und unregelmäßig. Stefan Bongers kommt seit 25 Jahren in die Reit. In dieser Zeit ist die Zahl der Fänge um die Hälfte gesunken. Dann lasse ich ihn jetzt frei. Ja. Der wird in die Richtung, wahrscheinlich in die Richtung abdüsen. Achtung, 3, 2, 1. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich doch nicht. Bis vor 2 Jahren waren die Mitarbeiter des NABU in diesem Gebiet auf sich allein gestellt. Wir hatten ja hier vor einigen Jahren eine mutwillige Zerstörung von Netzen. Also das hat mehrere tausend Euro gekostet, weil viele Netze zerstört wurden. Und da ist es einfach ein gutes Gefühl zu wissen, da gehen regelmäßig eben die Ranger durch und gucken danach, dass da eben sowas nicht passiert. Die große Binnendüne in Boberg hat sich, auch dank Instagram und Co., zu einem Hotspot für Fotoshootings entwickelt. Darf ich Sie alle mal bitte auf die andere Seite des Zauns bitten? Die Behörde für Umwelt und Naturschutz. Sie wissen, dass Sie im Naturschutzgebiet sind. Bitte auf der Fläche bleiben. Ja, Sie sehen das, was hier jetzt schon vertritt ist, nur weil Sie da reingelaufen sind. Ja. Und das Problem ist, wir haben Wildbienen in den Flächen, wir haben Reptilien in den Flächen, also Frösche, Eidechsen und so weiter. Und die sind zum Teil unterm Sand. Das heißt, die Behausung haben Sie jetzt zerstört. Ordnungswidrigkeit kostet normalerweise Geld. Ich lasse es jetzt bei der mündlichen Verwarnung. Ich will nicht der komplette Party-Crasher sein jetzt hier an der Stelle. Ich hoffe, dass Sie trotz des Wetters einen schönen Nachmittag hier in der Düne haben. Und wenn wir diese Regeln so einhalten, dann kommen wir wunderbar miteinander klar und Sie haben ganz viel Spaß. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Danke. Tschüss, tschüss. Danke. Sehr gerne. Ciao. Danke. Das müsstest du mir jetzt sagen, aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass es bei der Gruppe angekommen ist und vor allen Dingen, und das ist noch viel wichtiger, dass die sich einfach bewusst machen, wo sie hier sind. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, die Bevölkerung auch mitzunehmen, um ihnen einfach bewusst zu machen, dass wir ja schützenswerte Natur haben und dass es darum geht, alle zusammen diese Natur an der Stelle zu respektieren. Das zweite Ranger-Team arbeitet sich unterdessen weiter nach Norden vor. Anne, du musst mir gleich mal ganz klug sagen, wo ich abbiegen muss, weil ich fahre sonst vorbei. Da vorne gleich links. Ich fahre nämlich sonst immer die andere Richtung. Ja, wir wollten ja über den Reitdeich noch mal gucken. Ja, genau, richtig. Was da gerade so los ist. Du musst hier rein, ne? Ja. Jetzt mit dem Links habe ich schon begriffen. Hier dürfen nur die Ranger mit dem Auto fahren. Alle anderen müssen außenrum. Die Seenlandschaft zwischen Dove und Gose-Elbe ist ein wichtiger Rastplatz für Zug- und Wasservögel. Und auch der seltene Seeadler lässt sich hier manchmal blicken. Das kann gut hier aus dem Häukenlock sein. Ja, das würde ich vermuten. Würde von der Größe, also vom Revier her passen. Definitiv.
Das Gebiet an sich ist relativ ruhig, weil man da gar nicht so als Mensch reinkommt. Die meisten Gebiete, wie gesagt, oder Bereiche sind sehr feucht. Das heißt, da kann ich mich gar nicht aufhalten. Aber der Deich, der einmal durchs Gebiet durchführt, der wird gern genutzt. Sowohl von Radfahrern als auch von Spaziergängern, die hier unterwegs sind und ja, einfach die Landschaft genießen. In den vergangenen Jahren ist es allerdings deutlich voller geworden. Das fällt auch den regelmäßigen Besuchern auf. Das Problem ist ja hier immer, weil hier viel zu viele Besucher sind, ist ja viel zu viel los. Aber als die Corona-Zeit war, ja gut, was haben wir hier? War hier die Mönckebergstraße. Ja, das glaube ich. Ein typisches Großstadtproblem. Zu viele Menschen für zu wenig Natur. Moin! Ich notiere mir einmal, wie viele Personen hier gerade in der Zeit, in der wir im Gebiet sind, hier durchkommen, um ein bisschen zu sehen, wie verhält sich so ein Besucheraufkommen. Wie groß ist der Druck hier im Gebiet? Und da sind wir heute schon bei 78. Und es werden gerade mehr. 79. Moin. Fazit nach einer halben Stunde auf dem Reitdeich. Ich kann dir immerhin schon mal 4 angeleinte Hunde präsentieren. Das ist hervorragend. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben keine Verstöße, wir haben ein Infogespräch und wir haben den nächsten Radfahrer. Einen Verstoß müssen die beiden Ranger dann doch noch verzeichnen. Ein Motorradfahrer, der um das Ranger-Fahrzeug herum auf den gesperrten Reitdeich tuckert. Ganz klar steht vorne einmal ein Schild: Durchfahrt verboten für alle motorisierten Fahrzeuge. Und ja, wir konnten da leider jetzt nicht schnell genug reagieren, haben aber das Kennzeichen notiert, sodass wir dann entsprechend ja, einmal hinterfragen können, was da los war. Der Fahrer bekommt Post von der Behörde, die auch ein Bußgeld verhängen kann. Am Abend trifft sich Benedikt Domin mit den Kollegen in Boberg. Guten Tag zusammen. Moin. Hallo. Ja. Wie war dein Morgen? Ja, ein bisschen in der Heide unterwegs. Mal so ein bisschen dokumentiert, was da gerade los war mit dem ganzen Regen und der neugrabene Heide da mit dem Sand. Hat sich doch wieder ein wenig verschlechtert, das Ganze. Ja, Neugraben, die Auswaschung, wie viel Meter ist das da jetzt? Wie viel Meter kann ich dir gar nicht sagen, aber es ist schon ziemlich massiv inzwischen. Also wenn da noch ein, zwei stärkere Regenschauer kommen, dann haben wir da echt ein Problem. Gegen Extremwetter und dessen Folgen können die Ranger nichts ausrichten. Umso wichtiger ist ihre Aufgabe, die fragile Natur der Großstadt zu beschützen. Ich glaube, wir bewegen ständig was, wenn wir in den Gebieten unterwegs sind. Man sieht tatsächlich, dass sich deutlich mehr Leute an die Regeln halten und dass unsere Aufklärungsgespräche eine Menge bringen. Und das ist nicht immer ganz leicht, macht aber unheimlich Spaß. So, und gerade wenn man dann sieht, es hat Erfolg und es bewirkt wirklich was, die Leute halten sich an die Regeln, die Leute haben Spaß dran, dann bringt einem da schon was und man freut sich drüber. Ja.